Hallo und herzlich willkommen. Ich bin schon wieder der Tire Hero zurück. Wieder mal mit einem Schlachtkommentar zu Shogun 2 Total War. Wir spielen heute im Kansai-Wald gegen den verehrten Herrn Lune. Kansai-Wald ist uns natürlich nicht unbekannt. Und auch das Spieler, der Spieler an sich ist mir jetzt auch nicht unbekannt. Ich glaube, gegen den habe ich schon das ein oder andere Mal gespielt. Zumindest ist mir der Avatar desjenigen vertraut. Aber das sei mal nur so nebenbei gesagt. Zu der Schlacht an sich kann ich mir gar nicht mehr so viel sagen. Die ist jetzt inzwischen schon eine Woche her. Und insofern muss ich da erstmal wieder mein Hirn mal wieder anstrengen und mal sehen, was ich da rauskramen lässt. Ansonsten gehen wir natürlich ganz unvoreingenommen an die Schlacht ran. Wie gesagt, habe ich ja schon in den anderen Schlachtkommentaren gesagt, ist man meistens auch besser. Also kann man das neutral bewerten. Weil ich beurteile ja immer nur meine eigene Leistung und gut, so kann ich es nicht mehr ganz genau wissen. Ich kann natürlich parteiisch sein für mich, aber. Ah, das lassen wir mal jetzt mal. Lassen wir mal auf. Also machen wir erstmal kurz hier auf Zeitlupen-Mode. Hier ist wieder der General, meiner. Dann hätten wir. Dann hätten wir hier Schwertinfanterie ganz normal. Ihr wisst, Katana und Nodachi Samurai. Jeweils zwei Einheiten. Meine besten Wets so ziemlich. Da vorne haben wir zwei einfache Wets von Naginata Kriegermönchen. Davor hätten wir dann noch die Speerinfanterie. Das sind mitunter Naginata Begleiter und Naginata Samurai. Und davor noch eine hübsche, kleine, aber feine Einheit Bogenkriegermönche. So viel dazu. Und dann hätten wir hier den Gegner. Hier ist der General. Genau, hier ist der General, also der gegnerische General. Dann hätten wir hier, ich bin gar nicht sicher, Yari-Kavallerie war das, glaube ich. Das kann man jetzt im Nachhinein, ja, müsste. Ja, gut. Also ist ein bisschen umbenannt. Das werden sie wohl sein. Dann haben wir hier, ja, auch Yari. Also zwei richtig gute Yari-Kavallerie-Einheiten. Rang 8er, wow. Dann hätten wir hier eine Lundenschloss-Samurai-Einheit. Ja, einigermaßen guter Veteran. Dann hier in der hintersten Reihe, ganz ja, schwache Schwertinfanterie. Eine Katana-Einheit und eine Nodashi-Samurai-Einheit. Davor, also er hat offenbar mehr Wert auf Speere gelegt. Da hätten wir drei richtig gute Naginata Samurai-Einheiten. Das geht von Rang 7 bis Rang 7. Ja, gut, alle Rang 7. Ich dachte, das ist Rang 6er. Dann hätten wir hier noch, ja, 21, die letzten 21 Bogenkriegermönche, ja? Nein, also, gut. Weiß ich nicht. War wahrscheinlich von der Schlacht vorher geschwächt. Dann hätten wir hier wieder einfache, ich weiß gar nicht, ob das. Ah, nee, doch nur Bogensamurai. Ganz einfache Bogensamurai. Ich musste immer zweimal hingucken. Denkt man, vielleicht sind es doch Bogenhelden? Nee. Nee, dann müsste es weniger sein. Oder Daikyu? Nee, Daikyu nicht, Entschuldigung. Es sind Bogen. Dann hätten wir nur Fußsamurai. Also, die gibt es ja auch von Rise of the Samurai. Und davor noch die Bogenkriegermönche. So viel dazu. So, die Kavallerie des Gegners, jetzt machen wir wieder auf Play. Macht sich gleich auf den Weg, schnappt sich hier diesen Wald und beschießt uns mit einer, in der sogenannten, ich weiß gar nicht, Kreisformationstechnik. Gucken wir uns das mal hier an. Hier sieht relativ schön aus. Habe ich auch schon inzwischen bei meiner Bogenkavallerie bemerkt. Ist ja auch Bogenkavallerie hier des Gegners. Sieht sehr schön aus, gefällt mir persönlich richtig gut. Obwohl, ich finde es nicht so wirksam. Ihr seht, er kann einige hier besiegen und er macht den Fehler, er beschießt dann nur meine Naginata-Samurai und die haben eine sehr gute Rüstung. Also bringt ihm nicht viel. Ihr seht ja, 6 Leute, also das ist Witz. Weil die haben eine sehr gute Rüstung. Also die haben mit Pfeilen gar kein Problem. Gut, dann habe ich meine Kavallerie inzwischen noch hier hingeschickt. Die habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Das sind wieder ganz normale Naginata-Kriegermönch Kavallerien. Und eine sehr richtig gute Yari-Kavallerie-Einheit. Also jetzt alles. Ich mache da auch keine großen Unterschiede. Ihr seht, diese eine Einheit hier verliert schon ganz klar. Zu dem Kampf kommen wir später nochmal. Jetzt gehen wir erstmal hier kurz darauf ein. Hier dieses kleine Bogengefecht, reine Bogengefecht. Ich schließe mit meinen einigermaßen Bogenkriegermönchen mal auf seine einfachen. Ja, das waren ja nicht viele und die waren so ein bisschen nervig. Deshalb sagen wir mal erledigt. Aber hier hat er ja auch noch
Genau, ja, da noch Bogen-Samurai gehabt. Die habe ich teilweise auch beschossen. Die waren auch relativ gut. Ich meine, das ist ein Rang 8, also die darf man dann insofern nicht unterschätzen. Gut, okay, jetzt blase ich schon zum Angriff. Ist nichts Besonderes mehr. Der Kavalleriekampf ist ziemlich ausgewogen. Sieht jetzt gerade so aus, ob ich verliere. Mal er und ist ziemlich ausgewogen. Naja, wahrscheinlich wird er gewinnen. Ja, er wird gewinnen. Hier sieht schon die Einheit. Eine Einheit ist geflohen. Die verliert klar, aber naja, gut. Gut, zum eigentlichen Spektakel hier vorne. Ist noch zu sagen, dass ich meine. Hier kann man es vielleicht sehr gut sehen, an der Markierung, dass ich meine Speerinfanterie nach vorne befördere, dahinter direkt natürlich die Nahkampfinfanterie, die zur richtigen Zeit zustoßen sollte. Jetzt aktiviere ich einen Moralbonus. Den General hatte ich eher im Hintergrund in der aufgelösten Formation, damit er nicht von diesen schlimmen Fingern hier erwischt wird, von diesen üblen Lundenschloss-Samurai. Ebenso überhaupt wie von der ganzen Speerinfanterie, weil von der. Ihr seht hier, er schießt fleißig, aber er schießt also nicht nur meine Naginata-Begleiter, wie in dem Fall hier ab, sondern er schießt auch ein paar von seinen eigenen Einheiten. Aber gut. Die linke Flanke war mir ein bisschen auch egal. Also ich meine, er war sowieso zu weit entfernt. Er hätte seine Nutzschloss-Samurai vielleicht ein bisschen mehr hier aufschneiden. Nee, er wollte es machen. Nee, bringt nichts. Nee, insofern war es nur meine Flanke. Vielleicht mehr so von der Seite, aber okay, das kann man vorher nicht genau wissen. Seht, der Kavalleriekampf ist schon entschieden. Eigentlich kein richtiger Sieger. Und wenn, dann sind sie geflohen. Dann waren es vielleicht noch 10 Leute vom Gegner, von der Kavallerieeinheit. Aber naja, zu den Naginata-Kriegermönchen natürlich wieder Angstschrei, ganz klar. Unverzichtbar. Unfair in dem Fall auch überhaupt nicht. Ist nicht unsportlich. Und es hat ja auch so seinen Zweck, ne? Und hier Flanken und Geschütze, da haben wir es doch. Ich meine, er hat zwar seine Lundenschlösser hier, Yakumo Musketeers, aber das bringt ihm in dem Fall nicht so viel. Aber kurz und gut mal kurz hierzu, ich habe seine Speerinfanterie relativ gut durchbrochen, ebenso seine Nahkampfinfanterie, aber er hat halt immer noch seine ganzen Fernkampfeinheiten hier rundherum, hier hat noch seine, seine einfachen Bogensamurai, nehme ich an, ne? Genau, dann hat er hier noch seine, ja, ja gut, die machen nicht mehr viel. Die 7 Bogenkriegermönche. War ja von Anfang an nicht so viel. Hier. Was haben wir denn hier? Hier. Ja. Das ist mein General. Muss ich jetzt mal gucken. Okay, den. Genau, ich hab jetzt. Ja, richtig, genau. Jetzt bin ich nachgerückt. Gut, die eine Einheit hier, die Bogenkriegermönche-Einheit, die kann man eigentlich auch vergessen. Hier fliehen teilweise wieder schon welche. Es sieht momentan sehr düster aus, aber warten wir mal ab. Denn jetzt habe ich eine sehr schwache Stelle getroffen. Ich habe den General erwischt. Und der sollte eigentlich gestorben sein, wenn ich mich recht erinnere. Müsste man sehen. Ja, der müsste. Moment. Wo ist er denn, der General? Kann man den mal hier sehen? Wenn man das nur mal sehen könnte. Auf jeden Fall flieht er. So viel ist sicher. Ich musste auch aufpassen, ich habe auch sehr viel verloren, aber mein General an sich ist nicht gestorben, so viel ich weiß, ne? Muss man den sehen, obwohl ich sehe ihn jetzt nicht. Oder? Ich kann ihn jetzt gerade nicht sehen, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, oder? Lass mich mal kurz gucken. Doch, hier ist er, hier ist er. Natürlich, hier ist er ja. Ja, habe ich Glück gehabt, okay. Ja gut, sonst wären sie auch geflohen. Hätte ja keinen Sinn gemacht. Gut, jetzt greife ich seine Fernkampfeinheiten noch an. Die sind natürlich sofort tot. Der spult mal ein bisschen vor. Das ist jetzt nicht mehr so spektakulär. Die sterben. Und die restlichen Einheiten hier werden jetzt auch noch teilweise vertrieben. Schießen noch, aber sind im Wald. Von daher profitieren sie auch gar nicht mehr von ihrer Distanz. Diese Einheit hier, ja, wankend. Also die. Und die Einheiten hier hinten, die könnt ihr ignorieren. Das war ein korrumpiertes Let's Play. Ein korrumpiertes Replay. Teilweise, die sind eigentlich geflohen. Hier sieht es jetzt natürlich so aus, als ob sie sich nur zurückziehen würden. Aber die sind geflohen. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Und das war die Schlacht auch schon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War eine relativ harte Schlacht gewesen, aber ich habe sie geschafft. Ich habe seine Schwachstelle erkannt und ich habe sie genutzt für mich.
Ja, sagt man mal so schön, man soll die Stärken stärken, nicht die Schwachstellen ausmerzen, ne? Also, ich habe mal seine... Ich weiß nicht, ob's Faulheit war, sein Leichtsinn, nennen wir es mal. Sein Leichtsinn ausgenutzt und bin direkt in seinen General reingerast. Ich meine, das bot sich ja auch an. Ich habe seine gesamte Speerinfanterie ziemlich gut durchbrochen, das hätte ich nicht gedacht. Der Kriegsschrei, meine natürlich nicht der Kampfschrei, sondern der Kriegsschrei, der hat mir sehr viel gebracht, also von dem habe ich viel profitieren können. Zugegebenermaßen, ein Sieg ohne Naginata Kriegermönche wäre wahrscheinlich ausgeschlossen gewesen, aber es geht eben nicht ohne. Ich gebe es zu. Und es waren noch keine starken Naginata Kriegermönche, es waren nur zwei Einheiten, also Rang 1 und 2, also ganz schlechte Veteranen, das ist jetzt auch egal. Ich hoffe, euch hat dieser Schlachtkommentar gefallen. Und falls dies der Fall sein sollte, dann gebt doch ein Däumchen hoch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Es wird wieder regelmäßig was kommen nach diesem ganzen Machinima-Projekten. Die sind zwei Stück bisher. Von denen natürlich noch einiges mehr kommen wird. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher und hat auch eine relativ positive Resonanz bekommen. Deswegen... Ich habe mir auch überlegt, noch andere Leute damit zu involvieren. Von den Stimmen her vielleicht für die verschiedenen Charaktere oder überhaupt für die Geschichte. Wenn ihr dazu Vorschläge habt, das nur mal so nebenbei, jetzt neben dem Schlachtkommentar, hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dann schreibt mir noch eine PN oder irgendwas, könnt euch irgendwas ausdenken, irgendeine Schlacht, irgendeinen Standort, irgendeinen Drehort, besser gesagt. Also nicht dieses Ding hier zum Beispiel im Hintergrund, sondern was Besseres. Also was Episches, wie man heutzutage auch sagt, ne? Aber das soll jetzt mal nebenbei gesagt sein. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, meine lieben Freunde, Sayonara, ciao, euer Taiya Hero.